Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem ersten Teil des Einführungsvideos in das Unternehmensplanspiel TopSim Basics. In diesem ersten Teil möchte ich Ihnen gerne die wichtigsten Grundinformationen für das Spiel vorstellen. Danach beschäftigen Sie sich mit den Teilnehmerhandbüchern und einem anschließenden kleinen Arbeitsauftrag, ein kleines Quiz. Und danach können Sie sich noch den Teil 2 des Videos mit den restlichen Einführungsfolien anschauen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dem Planspiel. Ja, wollen wir mal beginnen. Das Motto lautet Learning Business by Doing Business. Das heißt, man soll hier in einem Konkurrenzplanspiel mal versuchen, unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Und zwar spielerisch mit gespieltem Geld und dementsprechend auch ohne großes Risiko. Aber trotzdem sollen mal so verschiedene Kausalzusammenhänge dabei erlernt werden. Es geht los mit dem Motto, unternehmerisches Denken und Handeln lernt man nur durch unternehmerisches Denken und Handeln. Das heißt also, man soll es selbst mal ausprobieren und eben die Komplexität der Zusammenhänge verstehen lernen. An einem schönen Beispiel kann man das mal zeigen. Hier wird einmal dieses lineare Denken, das vermeintliche lineare Denken dargestellt. Man hat also hier einen Preis und einen Absatz und der zusammen ergibt den Umsatz. Und wenn man davon die Kosten abzieht, dann hat man den Jahresüberschuss. Soweit ganz gut, aber die Realität sieht ein kleines bisschen anders aus. Nämlich, es ist vernetzt, das Ganze. Na, man schaut sich zunächst mal den Zusammenhang der Preis-Absatz-Funktion an. Das heißt, da gibt es Wechselwirkungen. Wenn der Preis steigt, dann sinkt der Absatz. Das soll hiermit angedeutet sein und umgekehrt. Und dementsprechend gibt es eine Umsatzfunktion, die in dieser Art sich gestaltet. Und das heißt, es ist nicht ganz so einfach, wie man das bei der vorherigen Darstellung gesehen hat. Und dann haben wir natürlich noch eine Abhängigkeit der Kosten. Wenn der Absatz steigt, steigen natürlich auch die Kosten. Das darf man nicht vernachlässigen. Wenn wir mehr produzieren, dann haben wir höhere Lohnkosten, höhere Materialkosten. Das Ganze steht also in einer gewissen Abhängigkeit und erst dann ergeben sich aus Umsatz minus Kosten der Jahresüberschuss. Also das heißt, hier werden Wechselwirkungen dargestellt. Das Ganze kann man im Prinzip auch nochmal anschaulich so machen. Man hat hier den Unternehmensleiter, Leiterin und wir haben hier irgendwo die Kosten und den Umsatz und dann hat man so Stellschrauben, ne, so ein paar Hebel, an denen man ansetzen kann und das Ganze wäre schön, wenn es so einfach wäre. Die Realität sieht leider ein bisschen anders aus. Das heißt, wir haben sehr viele Einflussfaktoren. Wir haben, Sie sehen es ja hier, Sie können sich ja selbst die einzelnen Schräubchen oder Zahnräder mal anschauen. Die Gewerkschaften spielen eine Rolle, das Personal, die Banken, die Konkurrenz, was machen die und so weiter und so weiter. Das Ganze ist also sehr viel komplexer. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht, ist man noch nicht mal unbedingt immer in der Lage, alle Einflussfaktoren in der Realität auch benennen zu können. Also beispielsweise, wer sind denn eigentlich meine Konkurrenten? Wo gibt es denn möglicherweise Konkurrenten, die ich gar nicht kenne, die ich nicht auf dem Schirm habe? Oder wo sind vielleicht noch potenzielle Kunden, auf die ich bisher noch nicht eingegangen bin? Und so weiter. Also ich habe noch nicht mal die Kenntnis über alle Stellschrauben. Sie sehen schon, das Ganze wird eigentlich zunehmend komplexer und das wird halt auch versucht in dem Spiel natürlich auch um einiges reduziert von der Realität, aber trotzdem eben um einiges komplexer versucht darzustellen, als es in diesem einfachen linearen Zusammenhang am Anfang dargestellt wurde. Das heißt, man soll das so erleben, dass man merkt, es gibt verschiedene Handlungsalternativen. Und das Ganze ist eben vernetzt und man muss versuchen, gegenüber den Konkurrenten sich eigene Vorteile zu verschaffen. Ja, wie sieht es jetzt konkret für dieses Spiel aus? Also, wir haben auf der einen Seite verschiedene Stellschrauben. Das heißt, das sind die Entscheidungen, die Sie in dem Spiel auch dann treffen dürfen. Sie dürfen den Preis festlegen. Sie können an der Produktqualität etwas verändern. Sie können Geld ausgeben für Kommunikationsmaßnahmen.
Sie haben die Möglichkeit, Vertriebsmitarbeiter einzustellen, um eben die Produkte zu verkaufen. Und Sie haben die Möglichkeit, natürlich die Vorprodukte einzukaufen und können Geld in die Personalentwicklung stellen. Daraus ergibt sich dann eben eine Absatzzahl, das heißt, Sie legen fest, wie viel Stück Sie produzieren und verkaufen möchten. Daraus ergibt sich dann wieder, ne, Preis mal Menge, der gewünschte, der geplante Umsatz, das ist ganz wichtig. Und Sie sehen, aus den verschiedenen Ausgabenfeldern entstehen natürlich Kosten für uns. Und dann haben wir wieder den Zusammenhang von vorhin, eben aus der Differenz von Umsatz und Kosten können wir dann den gewünschten zu erzielenden Jahresüberschuss planen. Das ist ganz wichtig. Wir planen zunächst mal immer nur und schauen dann, was im Zusammenspiel mit der Konkurrenz eben herauskommt. Weil das ist ja gerade dieser Wettbewerbscharakter. Man weiß nicht, was die anderen Gruppen machen. So, dann können wir hier nochmal kurz zeigen, auch das, wir haben, also das ist das Zusammenspiel in dem Planspiel. Wir haben einmal das eigene Unternehmen, Ihre Gruppe, mit denen Sie Ihre Planungen vornehmen. Und dann gibt es eben die anderen Spielgruppen. Das ist die Konkurrenz. Das ist ja auch ein realistisches Szenario. Und wir haben die Kunden. Das ist jetzt in dem Spiel so gehalten, dass der, ich sag mal, Programmalgorithmus des Spiels die Kunden simuliert und den Markt simuliert. Das heißt, aus Ihren Entscheidungen und denen der Konkurrenz werden dann entsprechende Reaktionen der Kunden des Marktes simuliert und als Ergebnisse ausgegeben. Und man muss dann halt eben vergleichen bei der Nachbesprechung, inwieweit denn das eingetreten ist, was wir geplant haben. Wenn es nicht eingetreten ist, warum ist es nicht eingetreten? Da können wir dann so ein bisschen in die Analyse reingehen. Im nächsten Schritt ist nochmal so ein typischer Verlauf angedeutet, den eigentlich jeder mal durchgemacht hat, wenn er sowas zum ersten Mal gespielt hat. Am Anfang ist man, also hier auf der linken Seite, ist man im Prinzip erstmal so ein bisschen überfordert mit den vielen Informationen. Man hat das Teilnehmerhandbuch, man hat die aktuelle Wirtschaftssituation vorgelegt und soll jetzt da 10, 12 verschiedene Entscheidungen treffen. Das wird heftig diskutiert. Man konzentriert sich oft auf irgendwelche irrelevanten Sachen und versucht dann irgendwas darum zu rechnen. Und man weiß im Endeffekt gar nicht so recht, wo man anfangen soll und wie man dann zu einem Ergebnis kommen soll, also zu den Entscheidungen kommen soll. Und dann drängt auch meistens schon die Zeit und man muss dann irgendwie abgeben. Und naja, dann hofft man halt irgendwie, dass es nicht ganz so schief geht. Das Schöne daran ist, erfahrungsgemäß wird das besser mit der Zeit. Das soll hier diese rechte Seite andeuten. Man merkt, man bekommt erstens einige Planungshilfen an die Hand, man bekommt ein bisschen Erfahrung durch die Auswertungen, hoffentlich, und dadurch wird das Ganze dann auch ein bisschen strukturierter und man bekommt dann von Spielrunde zu Spielrunde ein besseres Handling von den ganzen Einflussfaktoren und hat dann hoffentlich auch bessere, genauere Planungen und ja, dann kommt es natürlich trotz bester Planung immer noch drauf an, was die Konkurrenz macht. Das ist also so mal ein Erfahrungsergebnis aus vorangegangenen Spielrunden. Ja, dann, worum geht es jetzt eigentlich? Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Es geht um eine Kopierbranche oder die Branche der Kopierer, der stationären Kopierer, wie es es in Firmen oder in Copyshops oder so gibt. Und wir haben mal hier so angedeutet die verschiedenen Organisationseinheiten. Das ist so ein typischer Industriebetrieb und Sie alle haben sozusagen ähnliche bzw. gleiche Voraussetzungen. Sie arbeiten in der gleichen Branche. So, zum Schluss nochmal hier so ein kleiner Überblick. Das sind alles alte Herren, die mal irgendwie Wirtschaftswissenschaftler gewesen sind. Also die Bilder, die Namen hier nicht. Und das sind praktisch die Abteilungen, die zu besetzen sind. Und Sie übernehmen jetzt praktisch die Firma von diesen alten Herren. Die gehen in Rente und sollen sozusagen die Firma an einem bestimmten Status übernehmen und zwar alle mit den gleichen Startvoraussetzungen logischerweise. Und dass die ganzen Vorausinformationen, die Sie auch von den Teilnehmerhandbüchern bekommen, stammen sozusagen alle aus dem Jahr 0, also das Jahr, bevor Sie mit der Periode 1 dann einsteigen werden. Und dann werden wir nach der kleinen Unterbrechung mit den
bei der Sie sich mit den Teilnehmerhandbüchern beschäftigen und da die Ergebnisse besprechen. Das dient dazu, dass Sie sich ein bisschen vertraut machen mit den wichtigsten Informationen, die Sie brauchen für die Spielrunden. Und wenn wir das besprochen haben, dann können Sie sich noch den zweiten Teil anschauen. Da werden dann die restlichen Grundinformationen bzw. auch einige Informationen, die aus dem Teilnehmerhandbuch-Quiz stammen, nochmal kurz zusammengefasst. Okay, das war Teil 1. Die Fortsetzung folgt dann nach der Beschäftigung mit dem Teilnehmerhandbuch.